Liebe Freunde, willkommen zu dieser Episode Daisy 19 Uhr auf dem Bohrmaschinen-Server, auf dem wir ein, zwei und dreimal mehr ein trauriges Massaker erleben müssen, uns unseren Weg nach Green Mountain erkämpfen und schließlich nochmal fett in die Spendierhosen greifen. Also bleibt dran und ich würde sagen, wir starten bei heute 40 Grad im Schatten direkt ins Video. Was ist da denn los? Hey, Achtung, 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 Achtung! Youth, why so angry, man? Man, bro. Was ist denn los mit denen, sag mal? Was soll denn das, meine Mann? Güte. Ah, gut, da haben wir jetzt wenigstens mal eine Weste und einen Rucksack. Ja, gut, die Namen sagen schon alles. Echt? Was haben wir denn hier? Ja, ja, komm, hör auf. Oh ja, alles klar. Das heißt irgendwas Negatives, ne? Ja, glaube ich schon. Ja, weiß ich nicht, ja. Gucken wir mal, wen wir hier noch so... Aber du, vorhin hattest du vier an den Haken, sagtest du, ne? Das ja, waren das jetzt waren nur jetzt zwei. Wo sind die anderen zwei denn? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Die kommen bestimmt auch noch aus dem Gebüsch. Oder die verfolgen noch jemand anderen. Und da würde ich sagen, gucken wir mal ganz schnell, dass da nichts schief geht. Natürlich, ich komme auch... Was ist? Oh mein Gott. Ah, die haben die gekillt. Nee, oder? Sag jetzt nicht, also die hatten hier wohl schon einen Fight, oder was? Ah, denn hier liegen drei Bambi-Leichen. Das die heißt, hatten also... Okay. Vielleicht war da noch ein Bambi. Und das eine Bambi hat zwei von denen gekillt und wurde auch noch... Die haben sich gegenseitig gekillt, oh wie dumm ist das denn? Oh mein Gott. Ey, mir fehlen echt teilweise die Worte, was hier abgeht, ne? Ja, wirklich. Also normalerweise sind wir hier in Balota, um, keine Ahnung, ein bisschen für Recht und Ordnung zu sorgen, um Bambi-Killer irgendwie auszuschalten. Aber gut, wie man sieht, sind die Bambis schon Bambi-Killer. Man kann eigentlich nicht mehr tiefer sinken, oder? Man kann nicht mehr tiefer sinken, es ist einfach total, es ist vorbei. Es ist vorbei, es ist komplett vorbei hier auf dem Bohrmaschinen-Server. Einfach nur noch RIP, Mann. Ich habe auch den einen oder anderen Kommentar gelesen, wo die Leute gesagt haben, dass sich die Kultur hier auf dem Server einfach verändert hat. Aber ich glaube, ich weiß auch... Das können wir auch bestätigen. Was weißt du? Ich kenne auch den Grund, glaube ich. Ich habe nämlich mitbekommen, dass es irgendwo auf Discord-Server eine Kill-Statistik gibt. Oh, scheiße. Und es eigentlich jetzt nur noch um Kills geht. Und jeder halt Erster sein will. Ja gut, die kannst du natürlich hier leicht holen, ne? Sollen wir auch mal Erster werden? Ach so! Nee, ja gut, immer an der Küste oder was? Ja, oh Lord, ist schon der Nächste, ne? Er ist so krank. Ist aber gut, wirklich krank. Eine Kill-Statistik in der Daisy Standalone macht für mich ehrlich gesagt wenig Sinn. Nee, überhaupt nicht, ne? Ist eigentlich mehr so eine Survival-Statistik, müsste es geben. Ja, eben. Ja. Aber gut, schauen wir mal. Wir wollen uns hier noch ein bisschen ausrüsten und dann eigentlich direkt weitergehen. Natürlich, und wir gucken mal, was wir dann sonst noch so erleben hier, ne? Alles klar, perfekt. Nice, Mann. Wobei wir hinter uns schon direkt, ja, die nächsten zwei Player gesehen haben. Wir können natürlich direkt aus der Entfernung angreifen, aber nee, das ist natürlich hier nicht der 19-Uhr-Style. Da müssen wir ran und erstmal abchecken, ob die beiden integre Persönlichkeiten sind. Guck mal, der lugt da um die Ecke, ne? Das heißt, da hinten ist wahrscheinlich noch einer, der ein bisschen gefährlicher ist. Einer kommt links. Von hinten, neues Bambi. Pass auf, Mann, weißes T-Shirt, weißes T-Shirt. Der greift dann, oder? Watch out! Hat auf jeden Fall. Scheiße, ich wollte ihn retten. Scheiße, wir haben es nicht geschafft, oder was? Ich wollte ihn retten, ne? Der im weißen T-Shirt, lebt er noch? Nee. Lebt? Jo, hallo? Lebt hier noch jemand? Wer war der Angreifer? Ach shit, er hier, der in den... der im weißen T-Shirt war der Angreifer. Da war einer mit einem schwarzen T-Shirt. Der wurde angegriffen und ich glaube, das ist der, der jetzt hier in diesen... Der lebt noch, der Weiße. Barrikade. Echt? Ja. Hallo? Hallo? Ich verstehe es nicht. Ich habe da kein Verständnis für. Kannst du mich kurz verbinden? DDM. Ja, ich beschütze dich, ja. Aber wie viel hast du, Katz? Drei. Oh mein Gott. Ja, sonst geht es nicht. Es geht nicht gleichzeitig. Hallo? Achso. Hallo? Hallo? Hi. Deutsch? Friendly? Ja, yeah, friendly. I have no weapons. Cool. Ah ja, nice. Ist you are from German? Ja. Ja, ja. Okay, moin. Darf ich kurz den Namen checken? Hast du den Namen von denen gecheckt hier? Analrassel. Okay, alles klar. Geiler Name. Warst du hier im Kampf verwickelt gerade? Ja, mein Kollege wurde da oben von dem Typen angegriffen. Der ist gestorben. Also mein Kollege, jetzt habe ich den da oben mit der Bohrmaschine getötet. Oder hinten im Wald waren auf jeden Fall drei Leute, die haben sich da... Ja, ich wurde vorhin auch verfolgt von vier Bambis mit Bohrmaschinen in der Hand. What the fuck? Der Mod-Clan. Interessant. Nein. Das ist echt geisteskrank, Mann. Ja, ich müsste mich eigentlich killen. Also ich bin... Ja, versteck dich aber, oder? Ich bin knallrot. Lass es aber hier drin machen in der Halle. Bring dich um. Komm, mach's ja nicht zu Ende. Ja. Auf dem Weg zurück zu meinem Staff ist mir dann was passiert, was man mir eigentlich nicht glauben würde. Aber deshalb hier, seht selbst. Oh shit, Schüsse, oder? Ja, aber nicht auf mich. Ich war hier ganz in der Nähe. Kann sein, dass ich gleich dead bin. Oh, da vorne ist es.
Ich sehe auf jeden Fall zwei Bambis. Oh shit, ja. Der sieht mich, der sieht mich. Dead? Nee. Hat eine Shotgun. Nein, stopp. Ey, ich werde angeschossen. Und jetzt kommt ein anderes Bambi. Jetzt kommt ein anderes Bambi und greift mich noch an. Was ist verkehrt hier? Was ist verkehrt? Wird das heute ein Asi-Fall? Ja, es ist schon. Es geht eigentlich kaum noch asozialer. So, der Typ mit der Shotgun rennt hier noch rum. Warte mal, ich blute eh schon. Das gibt's ja nicht. Nee, das gibt's echt nicht. Und er will mich echt killen, ne? Ja, die wollen dich. Jetzt kommt noch ein Bambi. Es ist unglaublich. Was die Leute hier für einen Kill tun, ne? Es ist echt unglaublich. Ja, alles für den Platz, für den ersten Platz, ne? Ja, alles für den ersten Platz. So ist es, Mann. Da vergisst man auch ganz schnell die Ehre. Welche Ehre? Ja. Drei Bambis. Ah ja. Jo, was ist mit dir los von hier? Den Slums hier? Hey! Hey! Hey, der Dan. Tja, wenn du mir einen Gefallen tun willst, ist ja eh schon nichts mehr. Oh mein Gott. Was geht denn da ab bei dir, ey? Was, von hinten! Was ist hier los, sag mal? Hier sitzt ja einer in jedem Baum. Es ist so krank. Ja, ich sehe eigentlich nichts mehr schon. Gib mir gerne einen Header, wenn du willst. Erweise mir die Ehre. Okay, alles klar. Man sieht sich. Im nächsten Anlauf war ich dann zügig wieder bei Luzi und wir haben direkt die ersten Schüsse gehört. Wollen wir dem helfen? Da müssen wir auf jeden Fall helfen gehen. Wir wissen zwar noch gar nicht, wem genau, aber der rastelgeistert hier noch um. Das ist der, dem wir vorhin schon begegnet sind. Achtung, vor uns. Wer schießt hier auf wen? Ey, der ist hier close, Alter. Irgendwo hinter der Mauer vorne. Achtung, da! Ah, ich seh ihn. Auf dem Feld, komm rum. Hast du ihn? Zerberstung. Nice, perfekt. Ja, ich glaub. Wer ist das hier? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall schon ein paar Hits. Habt ihr den? Alles gut, ich okay. Boden, meine, okay. Der Kollege. Komm, am Boden. Kollege, das ist der Kollege, der... Der die ist auch ganz aufgedreht. Nate, da vorne an den Zelten. Nee, das ist der Kollege da. Keine Ahnung mehr, das ist hier. Den kenn ich nicht. Ach so. Nee, der gehört nicht zu uns. Ich glaube aber, hat der nicht eben auch umgeballert? Komm mal, der ist... Guck mal, wie der heißt, der Kollege. Wie heißt denn der? Ist das einer? Ja, die waren in der Gruppe. Jo, kannst du Deutsch reden? Alles gut, okay. Ja, okay, dann nicht. Ja, der war vorhin zu uns frech, ne? Ja, die gehörten zu der Gruppierung vorhin von den Bambis am Anfang. Ach ja, dann ist klar. Leute, da kenne ich keine Gnade. Tut mir leid. Ja, ist schon in Ordnung, glaube ich. Also da kenne ich echt keine Gnade. Da ist, glaube ich, wirklich schon in Ordnung. Da muss ich hart durchgreifen. Es ist echt gerade sehr verwirrend hier, ne? Man muss wirklich aufpassen, wer jetzt hier... Ja, gut, die zu den Bösen gehört. Vielleicht hier so ein Dings Kopfsatzlösung oder sowas? Nee, leider nicht. Okay. Und was macht er? Gut. Müssen wir chillen, ja, ey. Ja. Nice, perfekt. Header, geht durch. Für die Kill-Statistik, meinst du? Ja. Ja. So geht das, Leute, hier in Balota. Ach so. Euch noch viel Glück hier, ne? Ja, danke schön euch auch, ne? Danke für die Hilfe gerade eben. Jo, danke. Ja, gerne, Jungs. Ja, selbstverständlich, dazu sind wir da. Klar. Für Recht natürlich. Und Ordnung. Perfekt. Immer ehrenhaft bleiben. Muss, immer mit Ehre. Ja, sicher doch. Immer mit Ehre. Braucht ihr noch was, bevor wir gehen? Habt ihr noch einen Happen zu essen zufällig? Na klar, gönnen. Na klar, Mann. Hier, hast auch nochmal zwei Dosen. Oh mein Gott, ich danke euch, meine Freunde. Dankeschön. Ja, ich geb dir gleich was. Alles gut. Aber nicht alles auf einmal, ja? Ja, so macht man Leute glücklich. Ganz einfach hier. Wir rationieren das, genau. Boah, geil, ey. Geil, Jungs. Geil. Ja gut, Jungs, dann wir sehen uns vielleicht noch, ne? Ja, dann natürlich, mal. Natürlich, bis später vielleicht. Alles Gute hier, Freunde. Jo, ciao, Jungs. Also Jungs, auf jeden Fall. Ciao. Grüße gehen raus hier natürlich. Wahrscheinlich bis später. Man weiß ja nie, wann man wieder an der Küste spawnt. An die natürlich beiden, an Russell und seinen Kollegen. Win-win. Oh. Wahrscheinlich win-win. Ja, Grüße geht raus, Jungs. Ich vergesse. Und wir ziehen mal weiter. Und wir ziehen weiter auf jeden Fall. So wie Nomaden. Ach so.
Und Siedler. Wahrscheinlich Siedler an der Stelle, denn ja, die siedeln natürlich. Aber gut, wir sind weiter nach Pavlovo und auch da natürlich lässt der erste Schuss nicht lang auf sich warten. Ja, aber auch schon relativ nah, würde ich sagen, ne? Ich würde sagen, okay. Es ist unmöglich, dass das vom Dach kommt. Leute, wir sind jetzt in Pavlovo angekommen, ihr kennt es ja schon. So ist es. Und das ein oder kurz, andere Mal schon hier gewesen. Wir wollten natürlich auch noch kurz looten hier und jetzt sind schon wieder Schüsse gefallen. Warum wollen wir looten, um danach Seleno zu... Ach so! Ja, unsere Loot-Route halt, ne? Die normale Loot-Route hier, so ist es. Loot- und Content-Route. Ich glaube, da habe ich gerade was auf dem Dach gesehen. Hier drin? Hallo? Hallo? Ich sehe ihn nicht. Hallo? Hallo? Kannst du reden? Kannst du vielleicht stehen bleiben? Jo, can you speak English? Where from, man? Hello. 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 War er das? War er das? Eine gute Frage. Blaubarschbube. Magst du SpongeBob? Okay, immerhin bist du Deutsch und verstehst uns, ne? Nice. Hast du gerade Hallo gesagt? Oh, da oben ist noch jemand. Hallo. Kennst du den? Hallo. Wir haben dich gar nicht gesehen hier. Kennst du den Typen? Oh, nee, keine Ahnung. Dann können wir ihn eigentlich killen, oder? Warum? Nein, seid ihr irre. Nee, nicht, meinst du nicht killen? Yo. Nee, Spaß. Ja, klar. Ey, musste Daniel ja eben schon erschießen. Ach, du warst das? So? Ja, so sieht man sich wieder. Ja, ja. Erweise mir die Ehre. Okay. Weißt du, wer da gerade geschossen hat? Das klang so, als wäre da jemand im oder auf dem Krankenhaus. Weißt du, wer das definiert vielleicht? Sprichst du überhaupt noch? Weißt du überhaupt noch irgendwas? Hallo? Oh. Wow. Weg ist er. Ich glaube, die Internetleitung definiert das, ne? Ja, glaube ich auch. Nice, Mann. Wahrscheinlich kommt der Gute hier aus der Bundesrepublik Deutschland. Da kann das mal passieren, gar kein Problem. Oder es liegt am Servercrash gerade. Was? Denn du hattest ja auch einen. Ach so, ja, beziehungsweise ich hatte gerade einen Gamecrash, das stimmt. Ach so, wahrscheinlich Servercrash, oder? Wahrscheinlich Servercrash, oder? Was? Hello. What's up, my friend? Wieso hello? Wo ist der? Hello. Hallo. A bandage, you are bleeding. Yeah. Hello. Hallo. Keine Sorge, ich tu dir nichts. Ah, danke schön. Kurz den Namen checken. Was ist hier passiert, sag mal? Der hat mich gerade angegriffen. Der kam von hinten. Oh. Da. Oh mein Gott. Okay. Scheiße. Alter, wie alles Blut auf den Boden geschmiert wurde, ey. Ja, ne? Ich glaube, der Typ ist oben hier auf dem Tech-Gebäude. Da würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Möchtest du eine Waffe haben, vielleicht? Wir bereuen es nicht. Nee. Achtung, war da einer? Schießt der? Weiß ich nicht. Hallo? Oh, Junge, hast du mich erschreckt. Boah. Komm mit, wir haben keine Zeit zu verlieren. Was ist das denn jetzt schon wieder? Was ist das alles? Ich weiß es. Oh, shit, hier liegt schon der ein oder andere. Oh mein Gott, ja. Essen wird natürlich. Achtung! Was ist? Shit, weiß ich nicht. Crash? Du blutest auf jeden Fall. Ich bin dead. Ich muss ihn aber auch getroffen haben. Ich habe ein bisschen gezögert, weil du standst zwischen uns. Das war leider ein bisschen eine missliche Situation und leider auch nicht der letzte Game Crash an diesem Abend. Auf jeden Fall bin ich wieder hin und da haben sich dann schon einige Leute versammelt. Und die haben berichtet, dass auf dem Office-Gebäude irgendjemand campt. 3, 4, 5, ich kann gar nicht zählen. Ja, dann gehen wir mal Tech-Gebäude. So, 8 Leute, das müssen wir wohl schaffen, oder? Tech-Gebäude, stimmt, oder was? Bambi, ich bin dabei, Mann. Let's go, bro! Alle rein, von Bambi Massaker zur Bambi Armee hier in Pavlovo. Zum Anschluss der letzten Folge machen wir nochmal eine Bambi-Attacke. Und zwar für die Ehre! Ja, wahrscheinlich für die Ehre 8 gegen 1, nice. Für die Ehre, Jungs, komm! Hä? Warte mal. Engage! Okay, Alter, die fliegen! Ist das krank? Alex. Bin da? Hier liegt auch noch einer. Ich check mal kurz die Nase. Oh mein Gott. Was ist? Schüsse von irgendwo her? Oben! So, moin, wer bist du? Achtung! Ich seh ihn. Ach. Alter, ich kann nicht vernünftig aimen mit dem scheiß Ding hier. Alter, was ist hier los? Ich hab keine Ahnung. Hat einen harten Hit. Ist leer. Nice. Okay, ist dead.
Ich bin auch dead. Du auch? Als ich dann wieder da war und meinen Stuff geholt habe, wurde Luzi plötzlich von irgendwem erschossen. Wow! Gibt's nicht. Was? Ich wurde erschossen oben, Mann. Von wem? Ich hab die auch, keine Ahnung, von einer ist hochgeklettert. Was war das denn? Ist hier einer hochgekommen? Nee, der war hier oben. Also einer von denen, die hier waren, ist ausgerastet, oder wie? Ja, den Rob hab ich ja getötet. Weiß nicht, wer das... Oh mein Gott. Ich bin Jungs, hallo? Hallo. Komm hoch, nicht erschrecken. Jo, achso, einer unten, ja, einer ist unten. Jo, bin da. Alter, wie es hier aussieht, ne? Ja, ich weiß gar nicht, was wir machen echt jetzt. Echt unnormal. Naja, eigentlich war das hier nur so ein kleiner Zwischenstopp. Und es ist wieder ausgeartet direkt. Es ist wieder ausgeartet. Ja, wir müssen eigentlich nach unten und gucken, wer da noch schießt. Yo, Benny kommt da. Hä? Weiß nicht. Schießt ey, immer wenn ich wieder hier reingehe, wie ich auch, was ist denn das? Schießt da einer von euch? Ja, nein, schießt keiner von uns. Das ist einer im Krankenhaus gerade langgerannt. Ich weiß nicht, ob es einer von euch. Komm, okay. Let's go, Mann. Let's go. Dann gehe ich vor, weil ich. Also, weil ich mehr. Let's go. Let's go, auf jeden Fall. Für die Gerechtigkeit. Für die Gerechtigkeit hier natürlich. Ich die Jungs hier. Oh, nee, das ist. Im Wald irgendwo, ne? Ist einer von uns hier? Okay, ich bin jetzt ein bisschen besser equipped. Hab jetzt eine AK mit einem 30er Mag. Okay. Ja, irgendwo im Wald oben, ne? Ja, irgendwo im Wald oben. Muss jetzt echt aufpassen, wer ist, ne? Ja, ich hab keinen Plan, ne? Erstmal das Dach clearen hier oben. Also, ja, die haben gesagt, hier ist auf jeden Fall einer oben. Und da schauen wir jetzt mal. Oh, Alter, hier ist ein voll equippter Naturschwelle, oder? Oh, ja. Gönn. Ich höre nur Schuss, aber ich sehe nichts. Unten am kleinen Pförtnerhäuschen ist jemand. Lass da mal runtergehen, nach dem Rechten schauen. Ich glaube immer noch, dass es unsere Kollegen alle sind. Ja, aber die müssten sich ja gegenseitig beschießen dann, weißt du? Aha. Ach so. Jo, hallo, wer ist denn hier in dem Häuschen drin? Keiner mehr. Geil. Okay, dann ist das wahrscheinlich irgendwo hier hinter den Bergen passiert, hinter den Felsen. Hier war das irgendwo, ne? Ich würde sagen, ja. Kann natürlich sein, dass... Vor mir! Wow! Ich seh ihn. Hat, glaube ich, Hit. Alter, what? Hat nochmal Hit. Sechs. Ist down. Wow. Oh, wenn ich mal so viel schlucken würde im Game, ich wäre echt, glaube ich... Richtig fröhlich. Ja, wer rennt hier? Oh. Ich bin Alter. Das. Alter. Okay, was haben wir denn hier? Einer von uns. Okay, ich habe jetzt eine AUG mit einem 20er Mag. Ja, geradeaus zu war auch einer, Bro, Achtung. Wo ist geradeaus zu? Da, wo da. Du guckst? Da, ich ja. Sehe nicht sehen. Ich glaube, ist einer von uns, oder? Ich weiß es nicht. Ja, sieht so aus. Sollen wir hin? Nee, oder? Kurz looten, meinst du? Man hat gar nichts mehr. Ja, warte mal, wo das ist. Willst du einen Gilly-Umhang haben? Der hat noch eins. Sollen wir auf den schießen da hinten? Ich glaube, das ist einer von uns, Bro. Ich weiß nicht. Doch, der pass auf, gesehen. Von links. Das sind, glaube ich, die. Jo, hallo? Ja. Habt ihr den? Wir sind's. Ja, den haben wir. Hier ist er. Auf der gegenüberliegenden Seite ist noch einer am Baum. Da, wo ich hingucke, müsste er sein. Ich habe ihn jetzt gerade verloren. Der guckt, aber der aimt nicht. Das ist wahrscheinlich einer von uns, oder? Der am Baum, ne? Ich mach mal Hand hoch. Ich glaube, der ist nicht friendly. Er ist nicht friendly, der war es einer von Gegnern. Passt auf, hier ist doch irgendwo einer, der versucht uns alle zu pushen, oben auf dem Steinberg. Oh Gott. Ah ne, hä? Ist doch friendly, hä? Ich check's nicht mehr. Ich check's auch nicht mehr, wir sollten hier gleich weggehen. Oh Gott, hier liegen auch Alter! Alter! Was? Wahrscheinlich Alter. What the fuck, Mann? Das ist schon wieder eine Gasse auf. Lol. Was ist denn los auf dem Server heute? Bambi mit einer Bohrmaschine. Ich bin dir sehr dankbar, dass du einen so viel. Und das Bambi ist sehr zielstrebig. Ich glaube, das rennt zur Leiche. Nee, doch nicht. Das rennt zur Baracke. Ich gehe mal hinterher, okay. Ne? Ich komm mit. Ja, krasse Leute hier auf jeden Fall. Ja, Grüße gehen raus an alle, die dabei waren. Richtig coole Leute. Und so wie es aussieht, kennen die sich ja auch nicht alle. Und das, also sind, jetzt, das sind bestimmt so solche Leute, die auch gerne mal einen Daumen nach oben da lassen meistens. Achtung, neben dir.
Oh! Hallo, wer bist du denn? Kannst du reden? Ich glaube, willst du seine Leiche, ne? Ich glaube auch. Hallo? Hallo? Ah, du warst das. Das ist deine Leiche, ne? Das ist deine, oder? Das ist deine Leiche, ne? Ja, ist deine Leiche. Chicken. Okay. Ist das wirklich da verbinde Leiche? Ich, verbinde ich. Nee, das ist oder? Nicht seine ist Leiche. Ja, der hatte einen anderen Namen. Hast du verscheucht. Yo, sorry. Wir dachten, das wäre deine Leiche. Ja, das war der. Was geht? Wo ist denn das Bambi hin? Das blutet. Yo, hey, bleib mal stehen. Das war ein Missverständnis. Jetzt warte doch mal. Wir dachten, das wärst du da vorne. Und du wolltest zurück zu deiner Leiche. Möchtest du dich verbinden vielleicht? Ja, ich sollte mal was essen. So, wir sind verbunden wow. hier. Von wo? Alter, auf mich! Richtig. Yo, ich muss mal Luzi helfen gehen. Oh, shit. Wo? Wo ist er jetzt? Kannst du das? Achso, weißt du nicht. Wir folgen ihn gerade. Bin übelst hart angehittet. Wer ist hier wer? Haben ihn. Okay, nice. Auf jeden Fall eine krasse Truppe, die sich da angesammelt hat. Wir haben da noch eine Weile gequatscht. Grüße gehen natürlich raus an alle, die da dabei waren. Luzi und ich mussten uns irgendwann ausloggen und haben dann an einem anderen Abend weitergemacht und sind aufgebrochen in Richtung Seleno. Jo, liebe Freunde, nachdem wir jetzt hier aus Pavlovo raus sind, haben wir natürlich noch, da brauchen wir natürlich auch ein bisschen Auflockerung natürlich. Und da hast du einen Gag vorbereitet, meinst du? Auf jeden Fall bist du erst Anfang, perfekt. Nice, dann fang mal an, würde ich sagen. Geil, geile Folge, Gag. Achso, nee. Ja, das reicht auch schon, Grüße gehen raus. Da würde ich sagen, mache ich direkt mal weiter. Und zwar habe ich hier einen von Ralph Thunders. Er schreibt, ein Clown ohne Eltern ist lustigerweise ein lustigerweise. Oh mein Gott. Da kann man mal drüber nachdenken. Gag? Ach so. Warum nimmt man eine Autotüre mit in die Wüste, Mann? Ganz einfach, damit man die Scheibe runter machen kann. Ich check geil, das ne? nicht, wir werden beschossen übrigens. Ja, ich weiß, ich kann mein Von Zappel hinten bringen. Aus dem Wald. Ja, Johann Wagner an der Stelle, Grüße gehen raus. Ich habe das nicht verstanden. Ist es. Ja, ist auch egal. Ich habe übrigens noch einen kleinen Bonus-Gag, muss ich sagen, ne? Ach so. Darf ich dir noch vorlesen? Ja, natürlich, hau rein. Denn. Ja, pass auf, und zwar hier von Gordon S. Punkt. Und zwar schreibt er. Wenn ich ein Reh anfahre und es dann halbiert wird, ist es dann halb so wild. Oh mein Gott. Alter, das war der Wahnsinn, da muss ich auch klatschen. Kann man mal für klatschen, liebe Leute, natürlich. Und ja, das ist so ein Gag, da muss ich sagen, lache ich eigentlich eher nach innen hinein. Weißt du? Ja, innen gekehrt, ne? Nach innen gekehrt, genau. Ja, ja. Ja, nice. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns jetzt mal hier um die Military Base in Zelenogorsk. Und, wo denn auch sonst? Und zum Beispiel Fibor. Ja. Cutten wir gleich oder wieder rein, oder? Und Balota. Ach so, nice. Ah. Oh, hier drin sind Leichen. Oh. Hallo? Antwortet keiner, müsste safe sein, oder? Hier ist noch Alter, hier ist ein Alter. Ey, ich hab hinten gerade reingeguckt, ne? Oh, shit. Oh, fuck. Okay, hier liegt auf jeden Fall noch die eine oder andere Waffe. Das ist das... Ist das What? Pass auf, geh nicht da rein, geh nicht da rein. Da war der Sniper vorhin, der uns vom Wald aus angeschossen hatte. Das ist das. Hallo? Da läuft doch was bei der Offiziersbaracke. Hab ich doch was rumlaufen, sind full equipped. Ja, pass auf, die kommen wahrscheinlich gleich hier rein, ne? Ja. Oben ist safe. Ja, ja. Aber nicht am Fenster. Ach so. Ja, gleich dead. Pass auf, ich mach mal die Tür hier auf. Dass die Leute denken, das ist safe oder so. Wo bist du? Oben. Bisschen angespannt hier, ne? Ja, wir warten jetzt eigentlich auf den Typen, den wir vorhin an der Offiziersbaracke gesehen haben. Übrigens, deine Mosin ist sehr unvorteilhaft, ne? Ja, ich merk's. Die steht weit ab. Sieht man das? Ja. Ja. Kannst du dich in den Rucksack packen? Ja. Mach doch nicht. Mach doch wenigstens dieses scheiß Bajonett ab. Hast du was gehört? Nee. Aber ich hab was gehört. Alter, was ist denn los? Einer dead? Nice. Nice, sehr schön, sehr schön. Alter, hat nicht gesprochen, kommt einfach rein. Ja, krass, Alter. Lebt er noch? Nee. Weiß nicht, ich bräuchte M4-Zeug. Muni oder so. Plate Carrier, die ist hinüber.
Könnte die Waffe gut gebrauchen. M14 wäre nice eigentlich, ne? Ja, ein bisschen kurz. Ey, wenn es dann reinkommt, ne? Okay, tschö. Okay, ich hab mal die M14 gesnackt. Hier war doch noch M14, Max. Rauf, ganz in der Nähe? Ganz in der Nähe? Das war in der Halle, glaube ich. Shit, ja. Also nur zusehen, dass. Ne, lass nicht aufmachen, die Tür. Nee, lass lieber nicht aufmachen. Ich wäre schon dafür, dass wir uns bald hier vom Acker machen. Ja, wollten eigentlich nur kurz looten und dann. ja. Das ist mal wieder eskaliert. Wahrscheinlich kurz looten hier. Ich habe jetzt 5 Waffen dabei oder so. Die ja verkaufen wir einfach. Und deine Schicht ist. Au, ich sehe ihn. Wo? Hintergarten hier. Beim Zug. Wo ist er jetzt hin? Muss er zwischen den Gebäuden sein. Ja, lass mal lieber nicht hier am Fenster stehen. Da ist er wieder am Zug. Ich sehe ihn auch. Hat einen Hit. Hat noch einen Hit. Irgendwas ist dead, ne? Der steht bei mir ganz komisch. Okay. Ja. Ist full equipped, wollen wir den looten gehen zusammen? Boah, ich hätte schon Bock, ne? Wir können den Zug ja zumachen. Ja, okay. Sollen wir einfach rauspushen? Ja, komm, scheiße. Rechts rum? Ja, okay. Let's go. Nein, ich häng fest. Achso. Nein, hör auf. Achso. Das ist gut hier eigentlich, ja. Willst du das Drama, oh, das wird knifflig hier. Ja, ich mach schon zickzack wie ein Verrückter. Ich glaube, das war der geschossen. Oh, shit. Achtung, überpowerte Waffe. Ja. Pass auf, wenn wir erst mit dem Zug sind, sind wir safe. Das ist robustes Holz. Ja, ich glaube, der kann da durchbangen. Ach so. Robustes Holz. Ach, der war gerade in der Animation oder so wahrscheinlich. Ja, dann haben wir in der Animation getötet. Der Arme. Tür zu, so. So, sei dann. Aber der hat aber nicht dabei. So viel dabei, ne? Ja, ein bisschen Essen und so, ne? Ja, naja. Du, ich finde, also. Ja, es ging jetzt schnell, ne? Kurz Sebastian. Das ging sehr, sehr schnell, aber das war wahrscheinlich nicht der, der auf uns geschossen hat. Da haben wir jetzt wahrscheinlich einen Falschen erwischt, oder? Ja, glaube ich auch. Mal nice. Gucken, an wen gehen hier Grüße raus? An Steffen! Grüße gehen Steffen, raus an Steffen an der Stelle. Es tut mir leid, natürlich, aber... Ja, mir auch ein bisschen, aber gut, das passiert nun mal hier in der Daisy. An deinem Blick kann man sehr stark sehen, dass du dich gefragt hast, wer das überhaupt definiert. Ne? Ja, ist voll traurig, wenn du in seine Augen guckst, so, ne? Die einfach nur noch fragen, was soll das? Guck mal die Hand, er wollte gerade so High Five machen, so, yo. Ja, genau, ja, er greift noch einmal nach den Sternen das letzte Mal. Oh Gott, ist das traurig. Komm, jetzt lass abziehen, oder? Ja, kleiner Cartman. Ja, nice. Lol. Besser ist es. Wahrscheinlich lol. Naja, so läuft's halt manchmal in der Daisy Standalone. Wir haben unseren Plan dann umgesetzt, waren beim Trader, haben den, ja, neu gelooteten Stuff verkauft und sind dann in Richtung Küste gelaufen. Bam, Leute. Eine kleine Überraschung wurde hier vorbereitet. Ja, wir haben natürlich den ein oder anderen Rubel jetzt hier mitgenommen vom Trader, weil wir den Stuff, den wir da gelootet haben, natürlich verkauft haben. Und für die gute Sache geben wir das jetzt einem Bambi. Also einem Bambi oder mehreren Bambis? Ah, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, das machen wir abhängig von der Sympathie, wie viel wir dem ersten geben, okay, oder? Okay. Wenn das sehr sympathisch ist, dann droppe ich den einfach alles. Dann droppen wir direkt alles. Wir haben jetzt 3058 Rubel, da kommt man jetzt auch nicht so weit mit, aber für eine kleine Waffe und ein bisschen Muni reicht es eigentlich, ne? Eine Pistel ist drin, glaube ich, ja? Eine Pistel ist auf jeden Fall drin. Ja, und, klar. Wir müssen den aber erstmal dann gut inspizieren, weil du weißt, hier Bohrmaschinen-Server, da muss man moralisch natürlich sehr genau selektieren. Genau, müssen den wahrscheinlich durch die Lupe nehmen, oder? Unter die Lupe nehmen, ob dieser Herr oder diese Dame dann dementsprechend... Den ersten Spieler haben wir dann aber doch erst wieder in Balota getroffen. Wo denn? Ach, wie soll ich das erklären? Ja, hinter diesen Sandbags halt wieder. Diesen braunen... Ja, das sind überall welche. Ja, eben. Links. Ah, ich seh einen, da ist ein Bambi. Hat das ein grünes T-Shirt an? Nee, das hat auf uns geaimt, das ist kein Bambi. Ach so. Oh, war knapp am Kopf vorbei. Shit, er ist jetzt im Airport. Wieso schießen wir auf die eigentlich? Ich weiß es nicht. Sollen wir nicht mal runter zu dem? Ja, komm, lass runter zu dem. Ja. Wieso schießen wir auf die? Ich weiß es nicht. Wir hatten eigentlich voll die ne, Challenge. Aber das ist auch gesehen, ne? Der geaimt. Ja, der hat auf jeden Fall eine Waffe in der Hand. Hallo. Aber erst schießen hier. Na, ich glaube, du hast auf uns geaimt, oder? Wo steckst du denn? Wo ist denn der? Warst du der Curry-Mensch? Nee, der Zucchini-Mann? Nee. Achso. Wo bist du denn? Da ist nicht einer im Balota. Hä, wo steckt denn der? Wo bist du denn, Junge? Wo ist denn der? Hä? Nee, ich dachte, das wäre der eine. Weil der eine genauso aussah wie du. Ach da. Wo denn?
auf dem Dach. Da. Oh, das ist natürlich ein super Ort. Yo, nice, was machst du denn da? Schießen, aber du hast geaimt irgendwie. Das sah leicht verdächtig aus. Du, hör mal, wir haben ein bisschen Geld zu verschenken. Wir sind ja auf guter Mission unterwegs. Vielleicht bist du schon der Glückliche. Du musst halt nur den kleinen Persönlichkeitstest bestehen. Okay. Ja, erstmal Identität checken hier. Gibt's ja nicht. Mensch. Okay, also. Ich mal hier treffe. Ich muss sagen, für den Namen Randale Ralf gibt's schon mal einen Punkt Abzug, oder? Aber vielleicht kannst du noch ein bisschen was wettmachen. Okay, angenommen, du würdest 3058 Rubel bekommen. Was würdest du damit tun? Keine Ahnung, ich hab's bis jetzt noch nie zum Trader geschafft. Ach so, ja gut, dann kriegst du das auch nicht. Dann ist ja Quatsch, oder? Ja, alles gut. Aber ist cool, dass ich euch mal treffe. Ich gucke immer die Videos von euch, aber ich habe euch noch nie getroffen. Hier, ich habe mal 400 Rubel hingelegt. Kleiner Trostpreis für dich. Ja, direkt sympathisch. Ja. Direkt 400 Rubel verdient. Dankeschön. Was, du guckst unsere Videos? Ja, danke. Ja, eigentlich immer. Hier hast du nochmal 600. Danke. Ja, perfekt. Willst du jemanden grüßen direkt? Möchtest du noch jemanden grüßen? Nö. Nicht nö. Hast du auch schon mal ein Video von uns geliked? Kann sein, weiß ich gar nicht genau. Gib das Geld wieder her. Auf jeden Fall immer regelmäßig an. Ach so. Ja, hier komm. Ich dachte, okay, hier hast du nochmal 300 kleine Motivationen fürs Liken. Ja, danke, danke. Nice. Gerne. Ja, nice. Ja, wir gucken mal, ob wir noch jemanden finden, dem wir nochmal ein bisschen mehr Geld geben können. Jo. Ich glaube, da im Zelt. Macht mal. Cool. Jo, dann nicht hau rein. Und immer friendly bleiben. Dankeschön, Ralf. Tschüss, Luzi. Tschüss, Daniel. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Im Zelt hast du gesagt? Ja, weißt du, die. Ne, hier vor uns? Hello? Hey. Hello. Hallo. Hallo. Erstmal den Namen checken. Erstmal Namen checken hier. Alles klar. Natürlich nicht. Der Wichser-Clan. Das gibt natürlich auch schon mal Punktabzug. Alles klar bei euch? Ja, alles klar. Na, bei klar. Uns. Lass doch, geh doch mal ins Zelt, bitte. Andersrum, bitte, dass es ein bisschen schneller geht. Will mich ewig Zeit. Also, so viel schnell ist es jetzt auch nicht, ne? Ja, du kannst die Hände jetzt runternehmen. Geht davon weiter schossen? Nee, wir sind gerade erst hier angekommen. Okay. Oh, Schüsse. Ja gut, mach nix. Auf jeden Fall, wir haben ein bisschen Geld zu verschenken. Falls du das haben möchtest, musst du nur nur ein kleines Persönlichkeitsquiz bestehen. Da draußen ist eine gelaufen. Ja, das macht nichts. Auch, ne? Jetzt lass doch diese scheiß Quiz machen. Okay. Ja, ne? Können wir jetzt die scheiß Quiz vielleicht mal machen? Ja, lass mal starten jetzt. Was soll das? Ja gut, pass auf. Ja, let's go. Pass auf, du musst die folgende Frage richtig beantworten. Angenommen, wir würden jetzt 1200 Rubel geben. Oh, was würdest du damit tun? Antworte schnell, wir sind hier nicht safe. Nägel kaufen für die Base. Alles klar, herzlichen Glückwunsch hier, 1200 Rubel für dich. Thank you very much. Ja. Ja, da würde ich sagen, dann bringen wir dich nochmal safe hier aus Balota raus, dass du gleich Nägel kaufen gehen kannst. Ist auch noch ein bisschen was von mir. Gönn dir. Ach stimmt, du hattest auch noch was, ne? Nice. Hier schießt irgendeiner rein, ne? Ja, ja. Herzlichen Glückwunsch euch beiden zu diesem hohen Gewinn. Jo, danke euch. Hier, ich hab dir noch einen Rucksack gedroppt, dass du das auch alles mitkriegst. Oh, perfekt, danke dir. Ja, ich glaube, du schießt hier rein, ne? Ja, ja. Woher nur? Und natürlich noch ein bisschen hier Munition für die Honey Badger. Alter, bist du aber echt ein Gönner heute. Ja, dann krieg ich heute die Spendierhosen an. Und dann lass mal abhauen hier. Ja, lass mal lieber ganz schnell abhauen, Mann. Komm mal mit. Ja, wir bringen ihn noch bis zum Wald. Möchtest du noch jemanden grüßen an der Stelle? Ich grüße alle vom Wichser-Clan. Nice. Grüße sehr sympathisch. Wichser-Clan. Geil. Ja. Natürlich nicht Wichser im Sinne von Wichser, sondern im Sinne von W-I-X-A. Das ist natürlich was anderes, als das, was ihr jetzt wieder denkt. Wendel. Ja, schreibt doch selbst in die Kommentare, was es bedeutet. Ja, wäre sehr interessant. Jo, wofür steht ein Wichser eigentlich? Wichser, das ist unser Clan, sagen wir. Lange Geschichte, wie der entstanden ist. Oh ja, wir haben leider keine Zeit, von daher. Gibt es auch eine Kurzfassung? Also so in zwei, drei Sätzen? Nee, leider. Leider nicht. Oh, schade. Ich kenne auch nicht so die ganze Story, bin selbst dazu gestoßen. Achso. Aber wir sind halt eine Gruppe, weil schon eine Zeit lang spielt. Hört euch, wenn ich ein Foto mache mit euch? Nö. Ralf denkt sich auch nur, what the fuck. Ja, ja, hier im Wald ist ja safe. Ich will auch noch ein Autogramm, Jungs. Machen wir natürlich gerne hier für die Leute. Gerne hier, Fotos immer jederzeit. Willkommen, Leute. Jo, wir würden hier mal abhauen. Jo, dann herzlichen Dank euch. Weg zum Trader findet ihr, ne? Müsst ihr jetzt safe sein. Ja, ja. Für uns. Nicht alles auf einmal ausgeben. Dann wünsche ich euch. Danke euch. Tötet euch nicht gegenseitig, wenn wir weg sind, ne? Nee. Nee, nee.
Ja. Alles klar, perfekt. Dann haut rein. Er steht da neben mir, das check ich gleich mal ab. Okay. Besser ist es. Alles klar, haut rein. Ciao. Bis dann, ciao. Gut, war mir ein Vergnügen, euch mal zu sehen. Ciao, Jungs. Sympathische Kerle. Es hat auf jeden Fall getroffen an der Stelle. Aber wirklich, da habe ich Glück gehabt, dass wir denen jetzt begegnet sind in Balota. Ne? Da hätten wir auch ganz anderen Zeitgenossen hier in Balota. Ich vergesse mich den Satz an. Ja, ist normal bei der Hitze. Macht dir nichts raus. Ab 35 Grad hier. Da scheint die Sonne natürlich. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns an der Stelle und gucken mal, wie es weitergeht das nächste Mal hier, oder? Auf jeden Fall, würde ich sagen, Mann. Nice, oder? Perfekt. Geil, Alter. Komplett fertig, meinst du? Komplett fertig hier mit dieser Episode. Das war's für heute, liebe Freunde. Mit einer Episode, aus der wir mal wieder mit absolut solidem Karma rausgehen. Falls ihr Bock habt auf ein bisschen mehr Massaker hier auf dem Bohrmaschinen-Server, habe ich hier nochmal zwei Videos verlinkt. Die könnt ihr euch zur Überbrückung bis zur nächsten Folge, nächsten Sonntag, 19 Uhr, natürlich gerne komplett geben. In diesem Sinne, viel Vergnügen und bis dahin.